Kapitel 10 Die Wiege der Jahrhunderte. Das ist alles bald vorbei, Igor. Die Ratten wollen das nicht. Sie sind glücklich so. Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren. Sie werden sich wehren. Das sind dumme Tiere, Hugo. Wir sind drei starke und schlaue Menschen. Ich weiß nicht. Sag mir, zu welchem Feuer du gehen möchtest. Ich ebne dir den Weg. Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zu A Plague Tale Requiem. Ja, zu welchem Feuer wir gehen wollen. Ich würde sagen, dass wir erstmal das da hinten nehmen. So, Moment. Nein, LB. Oh, ja. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Genau. Ich finde es immer noch komisch, dass das hier so seltsam ist von der Grafik her. Und immer so unterschiedlich vor allen Dingen. Kann man da hinten... Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Problem ist, dass garantiert das nicht so einfach sein wird, sondern dass jetzt gleich wieder irgendwas kommen wird. Moment. Nee, du sollst eigentlich abbrechen. Hallo? Aufhören. Hey, genau. Lass gut sein. Na gut. So, ich muss nämlich da hinten... Lass mal gucken. Moment, Feuer habe ich gar nicht drin. Geh doch mal aus dem Weg hier. Aber mit aus dem Weg meine ich nur aus dem Weg. Nicht direkt vor die Ratten stellen, so wie du das gerne machst, ne? Oh. Wir sind auch ein bisschen sehr nah dran, glaube ich. Das kann ich nicht anvisieren. Das ist schlecht. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Moment. Lass es. Geht klar. Lass es. Genau. Wir sehen hier gerade Stöckchen. Komm, geh da hin und nimm das. Ohne dich von den Ratten fressen zu lassen. Das ist so ätzend manchmal, wie die das hingestellt haben. So, dann einmal anbrennen. Komm mit. Weg da, ihr Ratten, ihr räudiges Getiers. Okay, sehr schön. Die Frage ist jetzt nur... das kann man anbrennen, oder? Lauf. Oh. Ich wollte gerade sagen, ist sie noch mitgekommen? Sie ist noch mitgekommen. Okay. Weil ich hasse das, wenn die NPCs immer so dämlich in die Ratten reinlaufen. Und sterben. Einmal. So. Dann können wir das. Ja, das können wir anvisieren. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Bleibt bei mir. Die hat immer so einen Befehlston irgendwie, ne? Gut, sie ist ja auch Captain. Muss man auch dazu sagen. Überlebende! Kommt nicht zu nah! Wir werden euch helfen! Hab ich mich jetzt erschrocken gerade. Bleibt bloß alle im Licht! Nein! Lasst sie! Bitte! Meine Güte! Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei. Ich auch. Weg hier. Kommt. Es ist vorbei. Die sagt es immer so. Oh, es ist jetzt vorbei. Die Ratten sind alle weg. Kommt zum Feuer, zum Feuer, das zum Feuer. Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo. So, sehr schön. Hier war ein Pfeil, habe ich gerade gesehen. Können wir hier auch noch was machen? Nee, das ist noch voll. Oh, sehr geil. Dann haben wir wieder zwei Pfeile. Was allerdings nicht so gut ist, weil das wahrscheinlich heißt, dass wir gleich auch wieder schießen müssen. Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist das am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Ja, dann bewegen wir den halt. Ich würde aber gerne hier reingehen. Wieso geht das nicht? Okay. Wie bewegen wir den denn? Hallo.
Moment. Wie ging das nochmal? Musste die nicht irgendwas haben? Da hinten das Ding, ne? Genau. Das Problem ist, da können wir... Können wir das machen, während sie das Feuer bricht? Ich bin mir nicht sicher. Passt uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! So. Kommen wir überhaupt dahin? Das ist auch noch die Frage. Halt! Geht nicht so weit weg! Es wird zu dunkel für mein Prisma. Das dachte ich mir schon. Wir haben ja auch keine... Du kannst aufhören. Gebombt. Naja, wenn ich mir jetzt von hinten das Zeug hole, dann kann ich auch nicht mehr da drauf schießen, ne? Kann man den nicht einfach ein Stück nach hinten wegziehen? Ich meine... Hey, hallo? Jetzt komme ich nicht mehr ran. Toll. Also wir müssen das über das Ding da hinten machen. So viel ist schon klar. Kann hier einfach mal aus dem Weg rausgehen, ey. Ich steh immer nur im Weg rum. Die Frage ist, nimmt sie das jetzt an? Ach, jetzt hat sie einen Pfeil. Nein. Obwohl. Die Frage ist, kann ich das, wie lange dauert das? Kann ich das machen? Ich schieße vorsichtshalber noch einen zweiten Fall da rein. Sophia, bahne uns den Weg! Komm, bleib komm, komm. In meiner Nähe! Vorsicht, es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Komm, mach! Wie oft muss ich hier auf Y drücken? Und los! Rücken wir nah dran! Lauf! Oh, das war knapp. Oh. Da ist ein Pfeil. Wollt ihr mich verarschen? Moment. Kann ich den Pfeil nehmen, wenn ich mit ihr laufe? Bleibt bloß ja, alle ne? Im Licht. Ah, oh, okay. Das. Achso, verwerten. Ah, okay. Okay. Hey, lass gut sein. Na gut. Gut, dann nehmen wir das Ding jetzt und. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin, ne? Der steht ja so blöd. Ich würde sagen, hier, ne? Ach, jetzt erkenne ich das auch erst. Ja, klar. Die Karte. Der Träger. Er ist der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist... alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Sie hat recht, Hugo. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja. Er ist ein Ritter. Echt jetzt? Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt in meiner Nähe! Ah, Moment. Moment, Moment. Lass es! Geht klar! Und vor allen Dingen so. Geh mir mal aus dem Weg raus hier. Na los! Das geht sogar ohne, dass sie mich... noch weiterführt, das ist gut. So, dafür brauchen wir sie aber jetzt wahrscheinlich. Die Frage ist, müssen wir vorher... Ja, da können wir noch was machen.
Okay, hilf Sophia, mir mal. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt in meiner Nähe. Bleibt bei mir. Da oben, da ist es. Was ist da? Du kannst aufhören. Gebombt. Schnell, hoch. Sicher. Wir sind da. Endlich. Unfassbar, es war genau vor unserer Nase. Und Basilius? Wo bist du? Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze schon. Geh bitte zurück, ja? Bereit? Bereit. Das war so befreiend. Arme Karte. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Komm. Ein Durchgang. Er wurde versiegelt. Versiegelt gegen was? Sehen wir nach. Das ist es. Kommt! Es ist zu dunkel. Die Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir. Etwas Licht, und sie ist weg. Komm, wir finden das Licht. Seht nur, der führt irgendwo hin. Wir sind da. Ich spür's. Hier war schon lang niemand mehr. Lass mich nicht los. Nein, keine Sorge. Naja, streng genommen fürchtet sich die Dunkelheit dann aber vor dem Feuer und nicht vor uns, ne? Also, der Spruch war schon nett und süß und sie kann auch irgendwie gut mit Kindern, habe ich das Gefühl. Aber hier drin, muss ich jetzt sagen, finde ich es übrigens unheimlich scharf wieder. Also das sieht schon wieder wesentlich besser aus als draußen. Ich verstehe das Spiel irgendwie nicht. Es gibt Orte, da ist das total komisch drin. Total, ich wollte gerade sagen, ich gehe da ungern rein in die Ecke. Aber da ist was drin, was wir gut gebrauchen können. So, Moment. Das können wir auch mal, haben wir da noch was drin? Nee, ne? Und dann gibt es wieder so Orte wie jetzt, wo ich mir denke, ja, die Grafik geht eigentlich. Es wird dunkler. Ich mache Licht. Ja, bitte. Ist noch drin. Halt, da passiert irgendwas. Oh, bitte nicht. Doch, natürlich. Was zur Hölle? Seht nur, wie groß dieser Ort ist. Was ist das? Eine Art Tempel? Sieht ganz so aus, ja. Okay, das ist cool. Heißt das, wir kommen jetzt bald zum Endgegner? Da kriege ich jetzt schon langsam ein bisschen Schiss. Ich weiß noch den Endgegner vom ersten Teil. Da habe ich... Da, auf dem Boden. Wieder das Symbol des Ordens? Ja, hier sind wir richtig. Basilius ist hier. Irgendwo. Da habe ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden in Real gebraucht. Und ich glaube, es waren tatsächlich 4 Stunden oder so. Und ich habe es nicht hinbekommen, obwohl ich genau wusste, was ich machen sollte. Ich meine, es lief ja alles, nur dass es nicht funktioniert hat. Und dann bin ich essen gegangen und dann bin ich nochmal reingegangen und dann auf einmal, schwupps, mit dem ersten Versuch habe ich das geschafft. Also es ist wirklich manchmal wahnsinnig. Deswegen habe ich ein bisschen Angst vor dem Endgegner in diesem Teil. Seht euch die Tür an. Meine Güte, was ist hier passiert? Brandflecken. Hier ist etwas explodiert. War das ein Unfall? Ich glaube, das wurde absichtlich gesprengt. Ja, jemand wollte da unbedingt rein. Gehen wir weiter. Hier war noch eine Explosion. Das Tor ist zerstört. Das war bestimmt sie, Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat all das zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind ihr auf der Spur.
Ja, es bringt uns aber auch nicht weiter. Hier können wir nichts rein. Da ist eine Lücke. Gehen wir mal durch. Wir gehen wirklich hier durch? Keine Angst, das hat Jahrhunderte gehalten. Noch tiefer. Hoffentlich kommen wir hier auf die Spur. Ich finde das irgendwie so unheimlich geil mit diesen... Naja, wahrscheinlich sollen Staubpartikel sein, aber es sieht so ein bisschen aus wie kleine Sterne. Na, alte Frau, schaffst du es noch? Okay, sie hat es geschafft. Hier geht's runter. Alles klar. Das macht mir aber trotzdem ein bisschen Erdrutsch. Sorge. Sie hat hier ja alles komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte Angst um Basilius. Aus gutem Grund. Das ist nicht gut, dass man sich hier verstecken kann. Das ist gar nicht gut. Zwei Pfeile haben wir noch. Ich sehe die Vorzeichen und die sind wirklich nicht positiv. Das hatte ich voll. Die klemmt. Ja, hey, dann würde ich sagen, gehen wir wieder Tanks, zurück. Sie enthielten griechisches Feuer. Ist das nicht eine Waffe? Nicht zwingend. Sie haben damit wohl das Licht am Leben gehalten. Eins ist noch versiegelt. Meinst du, es könnte explodieren? In so einem Tank? Sicher. Versuchen wir es an der Tür. Wirklich? Verstehe. Diese Mauern haben lang genug gehalten. Aber... Weißt du, ich habe schon so einiges in die Luft gejagt. Und los. Entdeckung. Ja, komm her. Du übernimmst die Zündung. Sind wir weit genug weg? Ja, einfach den Kopf unten lassen. Hat geklappt. Das war laut. Siehst du? Sie halten. Los, alles wird gut. Sie hat ein bisschen spät darauf reagiert, dass sie sich hinknien sollte. Aber ansonsten, da können wir nichts mehr rausnehmen. Wir bekommen hier so viel. Das ist auch immer irgendwie ein schlechtes Zeichen. Ich meine, das ist natürlich gut für uns, aber... Oh oh, noch ein Pfeil. Nicht gut. Eine Werkbank, ja! Aber wir können eh nichts machen, ne? Zwei von drei. Ja, immerhin 78 haben wir. Achso, nee, da muss ich rein. Große Köcher. Mit mehr Köcherkapazität kann Mika zusätzliche Bolzen tragen. Das wäre in der Tat geil. Verbessert ihre alchemistische Munition und ist in der Lage, ihre Gegner mit einem Topf voll Ignifer zu töten. Fuke. Also entweder kriegen wir wahrscheinlich einen, vielleicht auch zwei mehr für die Armbrust. Oder, mal gucken, wo das drin ist. Ignifer, ist das Feuer oder was? Also Feuer haben wir immer genug. Das Problem ist, die Töpfe kriegen wir natürlich nicht so oft. Und die Armbrust erwischt natürlich nur einen. Mit ein bisschen Glück könnten wir vielleicht... Kostet fast das gleiche sogar. Ist ein Ticken teurer. Das mit der Tasche wäre auch schön, aber das werden wir nicht alles. Mit Hilfe von Reise können ihre Ausrüstung überall ohne Werkbank aufrüsten. Das wäre auch cool, aber da wir eh nie genug von den Sachen haben, bringt uns das nicht allzu viel. Ich schau mal eben. Also wir haben drei Krüge. Im Vergleich zu drei oder vier Pfeilen. Das Problem ist natürlich, können wir damit wirklich alle töten? Also auch die mit den Helmen. So wie ich es verstehe, ja. Ist in der Lage, ihre Gegner mit einem Topf zu töten. Andererseits, wir schießen natürlich auch viel, ne? Wobei die Armbrust wahrscheinlich sogar leiser wäre. Also so ein Feuer sieht man natürlich sehr oft. Das ist echt Mist. Ich würde wirklich sagen, wir nehmen die Armbrust. Ich bin mir absolut nicht sicher.
Aber ich nehme jetzt mal die Armbrust. Brauche ich 80 beim nächsten Mal. Oh je. Also ich habe es im Gefühl irgendwie, dass das jetzt die falsche Wahl war. Aber was soll ich machen? So, da kann ich auch nichts mehr auffüllen. Hier haben wir auch alles voll. Da leuchtet noch irgendwas. Hey, ich habe da hinten einen Tank gesehen. Damit sollten wir durchkommen. Ja, das heißt wahrscheinlich hier vorne die Tür ist zu, ne? Hm. Ja, dachte ich mir schon. Sehen wir uns um. Okay, geh mal aus dem Weg, Mädel. Ich muss mal eben schießen. Achso, ich sollte aber vielleicht in Deckung gehen, ne? ob das reicht, weiß ich nicht, aber... Okay. Nicht zu fassen. Sieh mal, hier sind Vögel? Ja, Höhlenvögel. Das heißt, wir sind hier nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Genau. Gehen wir weiter und vielleicht sehen wir ihn ja, falls er nicht so viel Angst hat. Ja. Redet ihr jetzt von den anderen Jungen? Weil ich denke mal, dass das alles schon, ne, dass der schon lange tot ist. Dass das alles schon lange her ist. Was war das? Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ist das nochmal ein Fass? Nee. Achso, man kann hier hoch, aber nicht viel hoch. Kommt man da jetzt hoch oder nicht? Nee. Hä? Das Problem ist, ich sehe hier überhaupt nichts. Hier ist gerade alles so dunkel. Da ist auf jeden Fall nichts, wo ich draufschießen kann. Ich weiß nicht, ob wir jetzt draußen noch irgendwas haben, was wir da reinstellen, also da vorstellen können, damit das explodiert. Das ist nur so am Leuchten. Ich hätte jetzt gesagt, die klettern jetzt da oben rum, aber das möchten die offenbar auch nicht. Aber warum steht sie jetzt da so... ob wir da rum müssen. Hm. Schauen wir noch mal hier vorne. Können wir das hier nicht aufsprengen? Achso, Moment. Können wir hier hoch? Hm. Da ist auch nichts, wo wir drauf schießen können. Theoretisch schon. Praktisch komme ich da anscheinend nicht durch. Ja. Damit war's dann für die heutige Folge. Nee, keine Ahnung. Ich würde jetzt schon gerne... Ach, Moment, da vorne ist noch ein Durchgang. Ah. Und ich habe gedacht, wir mussten hinten durch. Okay, da lag jetzt nichts mehr. Gut, dann gehen wir da hoch. Sehr schön. So, der hat wieder nur einen Pfeil drin, ne? Wenn ich das richtig sehe. Pyrit, okay. Ach so. Ah, dann kann ich das von hier oben. Aha. Verdammt. Meine Ohren. Verdammt. Geht's euch gut? Schätze schon. Der Weg ist frei. Gehen wir. Hätte ich Bescheid sagen sollen? Entschuldigung. Gut. Tote Menschen. Wahrscheinlich die Ordenswache. Wir haben Elias Spur wiedergefunden. Sie machte keine Gefangenen. Sie haben sie dazu getrieben. Da unten, oben kann ich was unterholen, oder? Wenn das da rauskommt, heißt das. Sie kam wohl hier vorbei. Da. Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet. Oh. Das sieht gefährlich aus. Hier, eine Kurbel. Na los. Ah, sie öffnet das Fallgitter. Der Wagen rollt gleich los. Na dann. Und los geht's. Ah. Ist offen, glaube ich. Weißt du, langsam sehe ich sie in dir. Elia. Weil ich
genauso verzweifelt bin? Weil du nicht aufgibst. Ach, ja. Ja, das ist irgendwie fast das Gleiche. Okay. Wow. Wie ist das möglich? Was ist das hier? Das Tor da wird es uns verraten. Aber schon eine geile Einrichtung, also dumm wahnsinnig hier, ne? Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wie lange wir hier unten noch rumkraxeln. Tja, sind wir aber. Guten Tag, der Herr. Können Sie mir sagen, ob hier bald der Ausgang kommt? Kommst du mal mit zu mir? Ich wusste es. Dieser Ort ist böse. Moment. Diese Feuer, die Schienen. Sie bauten das alles, um sie in Schach zu halten. Was? Ja, machen wir den Weg frei. Wenn du meinst. Womit fangen wir an? Mit dem hier. Diese Feuerbecken hier können bewegt werden. Auf Schienen und mit griechischem Feuer. Geschickt. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Wobei es natürlich besser wäre, wenn das nicht auf Schienen wäre. So, die können wir natürlich auch theoretisch alle zu uns holen. Ach so, da hinten. Ich verstehe. Wobei, bringt uns das was? Da können wir ja nur nach hinten. Bringt uns das was, wenn wir den holen? Eigentlich nicht, ne? Und der hier kommt wahrscheinlich auch nur zu uns rüber. Kommt her! Du hast das also schon mal gesehen? Am anderen Ende des Landes? Kein Zufall, nehme ich an. Nein, die Makula verbindet ab. Alles klar. Fertig. Hä? Du wollt mich doch jetzt verarschen. Moment, dann holen wir den jetzt auch mal ran. Kann man das Ding hier nicht einfach drehen? Dass wir die so in unsere Richtung holen und dann das Ding drehen und also dann... Wie geht's dir, Hugo? Ich hab Angst. Verständlich, aber alles wird gut. So, Mädel, du musst mir jetzt nochmal helfen. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Ich weiß nicht, ob das klappt. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Geht weg, ihr Räudigen. Hey, lass gut sein. Gebongt. Gut, sie können verschoben werden. Helft ihr mir? Sicher. Ja, los. Ach, die können nach der... Die kann man jetzt auch zur Seite machen. Verstehe. Schieben wir das hier. Okay, dann... Holen wir uns mal ein paar Sachen und dann schieben wir erstmal wieder zurück. Ich denke, ich hoffe, dass es dann egal ist, mit wem wir anfangen. Die Gleise kreuzen sich. Ändern wir die Richtung. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Kleiner, schieb mal mit hier. Hey, Hugo, weißt du eigentlich, wie oft die Ratten versucht haben, uns zu kriegen? Ja, oft. Und wir haben sie immer überlistet, weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern. Wir aber. So, weiter geht es nicht. Hey, da ist ein Gleis, das direkt zur Brücke führt. Aber dieses Wrack scheint im Weg zu sein. Ich sehe mal nach. Ja, das ist das Wrack da hinten. Darf ich auch nochmal? Jetzt. Okay, dann... Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Das war jetzt nicht so geplant, aber das können wir auch machen. Okay. Lass es. Na gut. So, zu dem kommen wir hin. Aber... Der kann nur nach da hinten. Das heißt, der bringt uns quasi gar nichts hier, ne?
Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! Lass uns mal eben gucken hier. Ah, doch, der geht... Ah, okay, der geht doch da hinten hin. Das habe ich mir nämlich... Das habe ich gehofft, sagen wir es mal so. Das reicht, hör auf! Geht klar! So, komm mit! Schieben! Und dann schauen wir doch mal nach, was mit dem Wrack ist da hinten. So. Wir sind sicher, solange wir die Feuer haben. Da rechts können wir auch noch jetzt hin. Jetzt gibt das griechische Feuer Sinn. Oh, die Brücke ist genau dahinter. Aber der Karren ist im Weg. Wie werden wir ihn los? Weiß ich nicht. Ich brauche eine bessere Sicht. Sehen wir hinten nach. Hallo. Darf ich jetzt hier endlich mal? Da war jetzt aber auch gerade kein Stückchen oder sowas, was wir mitnehmen konnten. Ne? Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe. So, zwei Sachen. Einmal. Hallo? Einmal konnte ich jetzt gerade hier noch was nehmen. Jetzt kann ich es nicht mehr nehmen. Das kann ich verwerten. Und warum kann ich die Kiste jetzt hier nicht nehmen? Ja, ernst jetzt, oder? Ach, nö. Wieso kann man die Kiste wir nicht nehmen? Wir müssen irgendwie das Wrack loswerden. Das Problem ist, wir könnten hier runter. Aber... kommen nicht mehr da hoch dann, oder? Ich meine, wenn wir weggehen, gehen die Ratten da runter? Die bleiben da oben, ne? Wenn ich das richtig sehe. Vorsicht, es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Ja, ich weiß. Müssen wir jetzt aber leider durch. So, das ist wieder alles aufgeladen. Ein Pfeil, das ist auch gut. Drei haben wir drin. Mal gucken, ob wir nächstes Mal noch einen mitnehmen können. Eine Karte von diesem Ort. Die Gleise und Feuerbecken. Keine Karte, ein Entwurf. Die ganzen Mechanismen. Da sind noch andere. Da! Sieht aus wie das Château d'Ambrage, Amicia. Stimmt, das ist der Innenhof mit den ganzen Feuerbecken. Und was ist das? Mehr davon. Zeichnungen und Karten von Dänemark, Konstantinopel? Die hier ist aus Asien, Afrika? Ich wusste nicht, dass der Orden so weit reicht. Weil es überall passieren kann. Was? Eine Seuche. Los, gehen wir. Ja, die große Frage ist jetzt nur, wir können hier... nicht einfach so. Kann man das anvisieren von hier aus? Nee, ne? Das große Problem ist jetzt, ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Da ist auch noch eine Kiste. Das ist doch scheiße. Tja, mit Schleuder. Hey, seht mal da hinten. Noch ein Tank. Jagen wir ihn in die Luft. Ja, toll. Lass mich hier bloß nicht raus. Wo ist ein Tank? Wo? Hä? Wo? Leute, wo? Die guckt in diese Richtung irgendwie. Und erzählt mir hier was von einem Tank. Aber ich habe keine Ahnung, wo die meint. Ich wollte jetzt eigentlich wieder zurückgehen. Da unten ist was am Leuchten. Hä? Hä, wieso habe ich jetzt Stücke bekommen? Wovon? Hä? Muss ich das verstehen?
Also da unten leuchtet was. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Das ist wahrscheinlich nicht der Tank, nehme ich mal an. Wenn die das aber schon so sagt, dann meint die doch bestimmt irgendwas, was hier ist, oder nicht? Weil ich wollte jetzt wieder nach oben. Mädel, zeig mir doch mal, was du gesehen hast. Sehe ich jetzt hier irgendwas nicht, weil das so dunkel eingestellt ist bei mir, oder... Ich kann ja auch nirgendwo hochklettern, das ist das Problem. Sonst könnte ich besser gucken unten. Ich sehe halt unten was leuchten. Ich könnte theoretisch jetzt was da runterwerfen, aber es bringt uns wahrscheinlich nicht viel. Vor allen Dingen, was soll uns das bringen, wenn jetzt hier ein Tank wäre? Also ganz unten. Die verwirrt mich jetzt hier total. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt erstmal wieder nach oben. Bringt uns wahrscheinlich auch nichts, aber... Verstanden. Lauf, 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 lauf. So, was für ein Tank meinst du jetzt? Also ich sehe hier nichts, wo ich drauf zielen kann. Geht das noch? Warum kommen die jetzt hier vereinzelt so nah zu mir ran? Da oben sehe ich auch nichts. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die gerade meinen. Also, das tut mir jetzt wirklich leid, dass das jetzt hier gerade so ein bisschen ins Stocken gerät. Aber sie redet hier von Tank und hier ist nichts. Und irgendwie, weiß ich nicht. Kann man das noch ein Stück reinfahren? Ich hoffe, das Ding explodiert dann nicht. Ich meine, dass man das Ding wegschießen muss, das ist mir schon klar. Aber... von keiner Seite wirklich ran. Oder muss ich jetzt auf die andere Seite wieder gehen, damit ich da... Ich habe keine Ahnung gerade. Das ist zu weit weg, das können wir nicht machen, wobei... Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bloß alle im Licht! Da ist ein Tank. Wie hat sie das bitte von der anderen Seite aus gesehen? Und wie soll ich jetzt von da aus auf den Tank schießen? Also von unten aus komme ich da definitiv nicht ran. Oh Gott. Halt, bleibt in meiner Nähe. Das Problem ist, ich kann ja auch nichts machen, wenn sie mich da mitnimmt. Ah doch, von hier aus kann ich... Moment. Hey, lass gut sein. Natürlich. Von hier aus kann ich eventuell treffen. Gehen wir mal aus dem Weg hier. So, kein Karren mehr. Jetzt müssen wir nur aufs andere Gleis. Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt. Alles führt hierher. Hier gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Wahrheit nicht wissen, Amicia. Ach, ihr zwei. So. Ach. Lass es. Na gut. Lass es. Wie geht's genau. dir, Hugo? Ich fühle mich komisch. Komisch? Los, Hugo. Wir sind fast da. Bist du dir sicher? Dieser Ort ist einfach... Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Hugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen das tun. Ja, werd nicht wütend. Bin ich nicht. Nur traurig. Bitte nicht. Wir sind da. Geschafft.
Endlich. Gut gemacht. Ja, gehen wir weiter. Ich hoffe, mehr die kommen jetzt nicht hinterher. Unfassbar, dass sie allein mit ihnen fertig wurde. Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Sie war entschlossen. Er bedeutete ihr alles. Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster. Wie in meinem Traum. Als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Bitte, gib uns irgendwas. Licht wäre ganz gut. Gehen wir lieber zurück. Beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Elia. Die Beschützerin des Trägers. Sie hat sich tapfer gewehrt. Aber sie starb allein. Was hast du, Hugo? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin am Leben. Ich werde leben. Na komm, mein Großer. Sehen wir uns mal das Tor an. Hm? Ich weiß, wie es ist. Allein zu kämpfen. Um nicht allein sein zu müssen. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden. Hast du eine Idee, wie wir das aufmachen können? Gehen wir lieber zurück. Was? Nach all dem? Komm schon. Fühlst du dich besser? Naja. Hey, wir sind alle erschöpft. Aber wir sind zusammen, oder? Na dann, öffnen wir das Tor. Ja, ich würde allerdings sagen, da das danach aussieht, als ob dahinter jetzt noch irgendwas Größeres kommt, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.